Der WWF hat das Baumentdecker-Set für den Kindergartenbereich entwickelt, um Erzieherinnen und Erzieher zu ermutigen, mehr mit ihren Kindern in die Natur zu gehen. Also durch das Baumentdecker-Set haben wir einen wöchentlichen Waldtag eingerichtet. Die Kinder, die gehen zu den Blumen und zu den Sträuchern, die hier wachsen, und riechen an den Blüten und an den Blättern, zerreiben die Blätter, gucken, wie das duftet. All das können sie halt im Gruppenraum in der Kita nicht erleben. Es ist auch gerade so toll, weil die Kinder überhaupt gar keine Berührungsängste haben. Die sind nicht wie Erwachsene, oh, das ist jetzt dreckig oder da setze ich mich jetzt nicht hin oder ah, da ist jetzt ein Kriechtier, das fasse ich nicht an, das nicht. Die sind da super offen und deswegen ist diese Zeit gerade die richtige Zeit, um auch den Kindern das alles näher zu bringen. Also hier im Wald werden natürlich alle Sinne der Kinder angesprochen, sei es sehen, hören, riechen, meinetwegen auch schmecken. Das Herzstück unseres Baumentdecker-Sets sind unsere beiden Fingerpuppen Filou und Brunella, das Eichhörnchen und der Baumstumpf, die mit ihrer Geschichte durch alle Spiele und Experimente führen. Filou war unterwegs, dann hat sie gesehen, dass da ein kaputtes Baum war. Dann hat sie gedacht, warum guckst du denn so traurig? Dann sagt das Eichhörnchen, wollen wir Freunde sein? Dann sagt der Baum, ja. Ich finde, die Geschichte wird auf jeden Fall durch die Fingerpuppen lebendig. Die Kinder können sich halt eine Beziehung aufbauen und halt sich vorstellen, wer Brunella und wer Filou ist. Im Baumentdecker-Set gibt es ergänzend zu der Geschichte 17 Erfahrungen, Spiele, Experimente, die alle in einem Kartenset beschrieben sind. Die ganzen Experimente, die helfen uns dabei, den Erziehern dabei, so einen roten Faden zu behalten, zu sehen, wenn man jetzt gerade nicht so viele Erfahrungen hat, zu sehen, was man alles machen kann. Was ich persönlich super fand, war zum Beispiel dieser blinde Pfad, wo die Kinder halt an dem Seil entlang fühlend die Natur wahrnehmen konnten. Mussten wir mit der Augenklappe versuchen, den Baum, wo wir das Seil rangemacht haben, zu finden. Da mussten wir mussten spüren, wo das Seil ist. Durch reine Wissensvermittlung bleibt ja auch wenig haften. Aber gerade das, wenn man die mit mehreren Sinnen, wie zum Beispiel mit dem Geruchssinn, mit dem Tastsinn, mit dem Fühlen, mit dem Ertasten, dann auch die Natur wahrnehmen kann, es ist natürlich nachhaltiger, auch für die Kinder. Wir haben zum Beispiel hier einen großen Ameisenhügel gefunden und da waren die Kinder sehr, sehr interessiert und haben dann überlegt, was machen Ameisen eigentlich? Ja, und haben dann versucht, Fragen zu stellen und herauszufinden mit den Kindern gemeinsam, was macht so eine Ameise? Warum gibt es die? Warum bauen die solche Hügel? Also meiner Meinung nach sind Fragen dafür wichtig, um die Kinder dazu bewegen, selber nachzudenken und Interesse für etwas zu bekommen und selber Antworten zu finden. Also wenn sich hier der Waldtag bei uns dem Ende nähert, dann kommen alle Kinder nochmal zusammen, wir setzen uns auf den Baumstamm und berichten einfach nochmal oder lassen die Kinder berichten, was sie hier erlebt haben. Diese Reflexion am Ende, die verinnerlicht die ganzen Erfahrungen, wenn man auch mal darüber redet, sich austauschen kann. Das Baumentdecker-Set hat mir persönlich die Angst genommen. Das hat mir dabei geholfen, so Inspirationen und Ideen zu bekommen und die Kinder jetzt wirklich zu wissen, was man mit den Kindern alles im Wald machen kann.